sind wir wieder. Ich habe hier eine scheiß Rebellenarmee. Und Oro verfolgt das gute Chaos, damit er es vernichten kann. Wo hast du die Rebellen? Ja, muss ich denn hier jetzt schon in einem Dingens? Warte, habe ich hier Auragröße des Charakters, hört sich immer gut an. Also diese Fahne Blut der Ahnen, Gurungi. Es müsste eigentlich auch einen... Ach du Scheiße. Wie viele von denen habe ich denn? Ich habe voll viele richtig gute Generäle, die ich auch immer wieder kriegen würde. Ja, die hohen Generäle hast du mit übernommen, ne? Das sind die Anführer von den Heinis da, die du in dein Reich integriert hast. Die du rekrutieren kannst. This is ill considered. Oh, ich freue mich echt auf die Bretonen, aber ich hoffe, dass die noch mal ein bisschen Infanterie dazu kriegen. So, dann wollen wir mal. Ach, scheiße, kein Geld. Ich bin ein Genie. Hier, ich finde die Beschreibung herrlich von Landsknechten der Bretonen. Ansturm abwehren gegen alle. Die können einfach mal einen Ansturm gegen alle abwehren. Sehr schön. I am Prince and Emperor. Raise your weapons. Jetzt hättest du Eilhard noch einlegen können. Warte ab. Rechne durch, dürfte es gerade so aufgehen. Was sag ich? Sehr schön. Jetzt haben wir hier nur noch Waschner Seelenlieb. Der auf Stellung Marsch ist. Das heißt... Naja, nichts Gutes, aber was soll's. Na gut, der wasch sich mal, ist mir eigentlich recht... egal. Wenn ich es mal höflich ausführen darf. Der wäscht sich irgendwann mal. Ich denke, dass die Skellinger jetzt diesen einen tollen General hier noch töten werden. Was mir eher abfuckt, dass die anderen Handlampen mir bei Altdorf den frisch rekrutierten General gerade umgebracht haben. So, dann haben wir erstmal wieder zwei Städte zurückbefriedet. Das heißt, jetzt erstmal Geld produzieren, Geld produzieren und Geld produzieren. Who calls? Ich frag mich, gegen wen gerade der Vampirfürst zieht. Okay, der hat eine von Karstein-Armee hinten in Waldenhof. Weil der hat schon echt viele starke Einheiten da rumeiern. Schauen wir mal. Das macht ein bisschen Angst. Der ist aber riesengroß und er ist im Krieg mit Kislev, er ist im Krieg mit den Stirnlanden und mit den Grünhäuten. Den Sturmlanden? Okay, die kenne ich nicht. Die Kislev, das kann sein, dass er gegen die im Moment... Stierlande, nicht Sturmlande. Achso, ja, die sind hier unten. Aber die haben nichts wirklich... Die sind bei mir, die sind da schon die ganze Zeit in einem ziemlich... aggressiven Konflikt, genau wie die Kislev. Die drücken den Vampir momentan ganz gut. Der nächste Irland ist es tot. Wir haben hier nur noch Schwarzhafen und keine einzige Armee. Nee, die, also denen sind sie nicht im Krieg. Die sind... Stirland? Hast du gerade gesagt? Die haben zwei Städte noch. Ja. Zwei? Also ich sehe nur den Schwarzhafen. Muss dann mal gucken, aber die haben da oben normalerweise... Ja, zwei Städte. Jetzt dreht. Aber okay, ist okay. Ist jetzt auch nicht so wichtig, aber, oh Gott, die Orks gehen Richtung Vampir, das ist interessant. Ja, die sind ja mit denen im Krieg. Ja, klar, aber deswegen... Warum sollten sie gegen kleinwüchsige Männer mit Keulen kämpfen, wenn sie gegen große Knochen... Haufen kämpfen können. Du weißt doch,
wenn du die Orks hier betrachtest, die haben überall Knochen an sich, überall Schädel und sowas. Wenn du die Wahl hast, du hast einen Zwergenschädel, den du erst auskochen musst, oder du kannst dir einfach vom Schlachtfeld einen fertigen Schädel nehmen. Ganz einfach. Logische Antwort, da machst du dir den leichteren Weg. Du gehst zu den entdeckten Knochen. Die haben auch Faulheit. So, jetzt wird immer die letzte Chaos-Armee platt gemacht und dann wird der nächste Krieg vorbereitet. Ah, verdammt. Jetzt sind die ja unten natürlich so einmarschiert. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Naja. Ach, wäre echt eine gute Idee, das mal als Einspieler mit reinzubringen. So, wer hat an die Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Der Paulchen Pumper. Das habe ich irgendwo mal gesehen. Ich weiß noch nicht mehr wo. Deswegen komme ich gerade auf die Idee. Das war immer am Ende von seinem Let's Play, hat er wer hat an die Uhr gedreht gespielt. Und ich fand, jedes Mal habe ich geschmunzelt, weil mich das an meine Jugend erinnert hat. Das haben wir früher immer ganz gerne angeguckt, der Paulchen Pumper. Und habe ihn immer gehasst, wenn dieses Lied kam. Weil ich dann genau wusste, jetzt ist es vorbei. Aber wir können jetzt theoretisch dann die Vampire ins, in die Zange nehmen. Ja. Habe ich auch vor, aber ich habe im Moment einfach nicht die Möglichkeit, eine Armee auszuheben. Und das ist sehr ärgerlich. Also klar, ich könnte eine Armee bauen, so ist es jetzt nicht, aber die würde nicht besonders praktisch sein. Ja, ich habe hier unten jetzt noch meine eine Armee. Was interessant ist, geh mal bei dir oben, ich weiß nicht, ob du das machen kannst, auf Missionen und Aufträge. Ich habe die Runenklinge und alles, ich habe die großen Aufträge bei mir. Was muss ich dahin? Ein Helden in folgende Provinz da hoch. Das kriegen wir hin. Interessant. Naja, erstmal wird hier weiter erholt. Summon the Elector Counts! To war! Wenn ihr jetzt gerade sehen würdet, ihr Zuschauer, ich zeige ihm gerade beide Mittelfinger. Zur Freundschaft natürlich nur. Nur zur Freundschaft. Jetzt von mir? Also nicht dir, ihm. Ja, und ich rede gerade mit den Zuschauern. Dass ich mich gerade beschwert habe, offen. Bring me to my men. Bring me to my man. So, dann nochmal, welche Level hat er denn jetzt? Das ist Level 14. Ja, ja. Fuck off, ja. In einem Level habe ich Todesklaue. Den Vogel? Bitte den Greifen, nicht den Vogel. Ein Vogel ist eine Taube. Ein Greif ist ein Halblöwe, Halbvogel, Halbadler. Vogel ist Adler, naja. Halblöwe, Halbadler. Und er ist Todesklaue, er ist fucking badass. Ich nehme in der nächsten Runde zwei Städte ein und dann werde ich drei Runden kein Geld ausgeben. Nein, sechs Runden. Shit. Und ich werde jetzt ganz gemütlich erst nur meine Wirtschaft hochdringen, eine zweite Armee ausheben, Karl-Franz-Armee umstellen auf eine auf meine Standardarmee, wobei ohne Artillerie, das Vieh fehlt jetzt noch. Und dann werde ich mal ein paar schöne Aktionen machen. Bisschen Spaß und Freude haben. I command here.
So viel zu, ich wollte kein Geld ausgeben. Shit. Das sage ich mir auch immer, wenn ich irgendwo einkaufen gehe. Du gibst kein Geld aus, du kaufst nur das, was auf der Liste steht. Am Ende gucke ich mir die Liste an und meinen Einkaufswagen und vergleiche. Das ist aber auch immer so bei mir. Ja, ich sag mal, ich halte mich meistens zurück, aber es ist immer was Tolles, das könnt ihr mir noch, oder das, heute zum Beispiel, ich habe mir heute lecker, oh, was habe ich denn da gekriegt gerade, habe ich das gerade richtig gesehen? Ah, sehr cool, der ist sehr, sehr cool. Ich habe einen Hexenjäger gekriegt. Nee, Hier, so ein Held. Ja. Was? Nee, ich gehe dann so einkaufen, ganz entspannt, und dann heute gehe ich an der Fischtheke vorbei und sehe so richtig schön geräucherten Lachs und denke mir, fuck off, eigentlich hast du was fürs Wochenende, aber es ist geräucherter Lachs. Warten wir ab. 2. Wie brauche ich dafür? 6 reicht. Ja, hoffen wir mal, dass Marienburg sich jetzt leichter holt, damit du auch noch ein bisschen Frontlinie hast. Wir hatten momentan ist alles ganz entspannt. Ich frage mich wirklich, wo die anderen Chaos-Streitkräfte. Ah, das wundert mich auch. Entweder die sind auf dem Weg hierher verendet, aber ich habe auch irgendeine Meldung gekriegt, die habe ich auch zugegeben, was gerade nicht gelesen, aber ich glaube, ich kann. Ja, dass noch die neu spawnen und wieder angreifen. Ich glaube, hier bei dem Vampir sind auch noch welche. Sehr schön. Langsam aber sicher muss ich wahrscheinlich auch in den Süden noch eine Einheit schicken. Oh, die Haken wurden ausgelöscht. Vernichtet. Das ist sehr schön, aber das wurde, glaube ich, vom Vampir getan. Ja. Der Vampir hat hier ordentlich gewütet. Was mir immer mehr Sorgen macht. Muss ich dazu sagen. So schnell kann man eine Rebellion niederschlagen. Ja, Entspannung pur. Und jetzt bin ich auch gerade völlig entspannt. Ich bereite jetzt gerade einiges vor. Werde jetzt gleich meine Armee umbasteln und dann... Ganz so schön ist es bei mir leider gerade nicht. Ich bin aber momentan am echten überlegen, ob ich mir die Reichsgarde reinnehme, die in der Preis-Leistung sehr gut ist. Oder ob ich mir die Demigreifenritter, die sind einfach nur Porno. Ja, die Demis sind schon ganz nice, ne? Immer die mit den Hellebarden, die können ja einfach nur durch diese Rieseneinheiten durch. Ich habe wieder zu viel Geld ausgegeben. Ach, ich krieg zu viel manchmal. Migration. Erstmal nehmen wir die Migration an. Das ist nicht schlimm. Die Moral ist in meinem Landen halbwegs gut. Und jetzt kann ich es endlich bauen. Die große Waffenkammer in 4 Runden ist sie da. By the Comet. Das freut mich ja für dich. Und wir entsenden jetzt unseren Heini weiter hoch, um diesen Auftrag zu erfüllen, weil ich dachte eigentlich, dass diese historischen Schlachten rausgenommen worden im Multiplayer. Aber ich habe auf jeden Fall die Aufgabe, wie in der historischen Schlacht. Mir fehlt zwar eine, aber mal schauen. Ich bin gespannt. Welche meinst du? Na, du hast doch da diese Missionen, Aufgaben. Und da hast du doch diese Aufgaben, wo dann diese vorgefertigten Schlachten kommen. Da ist bei mir sowas wie die Runenklinge des Reichlandes oder Reichlandes.
Entsendet einen Kampfzauberer in die Provinz Nordlande. Nee, ein doch Kampfzauberer. Da habe ich genau einen falschen entsendet. Entsendet Kampf. Ah gut, Beißkampfzauberer, da habe ich Mist gebaut, habe ich jetzt nicht aufgepasst. Ist aber nicht schlimm. Sind denn die, weißt du das? Oh, der Betroner hat sogar schon hier einen Flugmaun, Pegasus, mit seinem Chef hier. Ja. Habe ich ja auch, Pegasus. Also das ist jetzt nicht das. Oh Mann. Na, Elvenheim tut mir ein bisschen leid. Er ist ja komplett umzingelt vom Untoten. Bald werden sie auch von mir umzingelt sein. Grünhäute, ja. Die werden hier gleich hoffentlich erstmal gegen den Franzosen, wollte ich gerade sagen, gegen den Vampir ziehen. Und nicht gegen mich. Kann ich mit Schwarzhafen vielleicht sogar handeln? Das wäre ja natürlich cool. Hol dir einfach mal deinen scheiß Hafen. Ich mache hier gar nichts gerade. Guck an, wie viel Zwerge. Ja, dass du nichts machst, dafür dauert man deine Runden auch verdammt lange. Ja, ich muss die ganzen Wirtschaftsgebäude ausbauen. Ja, ich denke, du machst nicht. Ich brauche meine 15.000. I am Prince and Emperor. Für den Hochkönigssitz. Das würde mir richtig Bonus geben. Das wäre schon geil. 5% Steuersatz überall, 10 öffentliche Ordnung. Das wäre schon ziemlich geil. Ich habe ein Hackebeil und werde richtig geil. Entschuldigung, das ging mir gerade durch den Kopf. Das ist doch völlig normal. Mal gucken hier. Dann könnte ich das abreißen, dann könnte ich hier theoretisch tatsächlich noch Militär bauen. Das wäre natürlich geil. Aber okay, gucken wir mal. Was du hier jetzt so Feines noch machst, ne? Ich bin gleich durch. Ich genug noch. Führung Überschuss, Kriegserklärung, irgendwas Interessantes dabei. Oh, Vampire gegen Zahnzieher. Oh, echt jetzt? Das ist richtig gut. Estelia gegen Kronen, ja. Das ist auch nicht schlecht, das ist eigentlich alles entwickelt sich, was das betrifft, sehr gut. Na, wir können halt auf jeden Fall hier ausbauen, ne? Ja, wird auch langsam Zeit. Ja, das ist richtig. Wir haben total verkackt die ganze Zeit. Wir waren einfach in Konflikten verwickelt, wie man so schön sagt. Es ist ein Wunder, dass die Vampire mich in Ruhe lassen. Ich habe kaum Einheiten hier stehen, an seinen Grenzen. Ja, vielleicht sagen sie Zwergenblut, davon werden wir immer nur besoffen. Muss ich mir vorstellen, du hast einen dicken Zwerg vor dir, saugst ihn auf und aus und bist danach total Hacke. Siedlung wird belagert, das ist vollkommen in Ordnung, denn ich greife ihn an. Das würde ich fast machen, wenn ich ein Vampir wäre. Ich würde die ganze Zeit nur besoffene Zwerge snacken. Aber das würde ich aber lieber spielen. Ist das okay gerade? Ich bin völlig entspannt. Was sagt die Zeit denn? 20 Minuten. Das kriegen wir noch hin, mach. Wir hier einfach einen Cut und spielen das dann in der nächsten Aufnahme, oder? Wir können ja, machen wir so. Bin ich wieder entspannt. Dann würde ich sagen, das war's mit Total War Warhammer für diese Folge mit mir, dem Oro und dem Flo. Freut euch auf eine Schlacht in der nächsten Folge. Tschüss. Genau.